Es geht uns um ein Kind von den Zeugen Jehovas. Trygve. Wie bitte? Ja, ich hatte einen Jehova-Jungen in einer meiner ersten Klassen. Er hieß Trygve, aber der wirkte ganz normal. Er war ein fröhlicher Junge. Wissen Sie noch, wann er hier zur Schule ging? Moment. Trygve Holt hat die Schule damals mitten im Schuljahr auf Wunsch seiner Eltern verlassen. Auf Wunsch der Eltern? Darf ich mal sehen? Hier steht, dass die Kinder an einem Dienstag nicht zum Unterricht gekommen sind. Und am Tag darauf behaupten die Eltern, dass sie ihre Kinder auf eine religiöse Erweckungsreise nach Australien geschickt hätten? Ja, ich weiß auch nicht, was sich diese Leute dabei denken. Ich möchte nur verstehen, was hier steht. Also, Schüler verlassen ihre Klasse von einem Tag auf den anderen und gehen nach Australien. Sie kommen nie wieder. Und Sie halten es nicht für nötig, das zu überprüfen? Also, so würde ich das jetzt nicht sagen. Wie würden Sie es denn dann sagen? Wir haben uns genau an die Vorschriften gehalten. Die Kinder. Du sagtest die Kinder. Also gab es nicht nur Trygve. Paul Holt, 4B. Das war Trygves großer Bruder. Paul.